Food Kitchen Power Time von der Puppe in die Küche. Heute gibt's kartoffelig. Von der Puppe jetzt direkt zu unserem Puppengericht. Das liebt auch unsere Heupuppe, weil die muss nämlich hart anstecken. Deswegen gibt es heute Süßkartoffeln, Kartoffel, rote Beete, Avocado und herrliche Austernpilze. Und das wird gleich alles schön sauber gemacht, gerieben. Und wie schnell das geht, seht ihr sofort. Die Reibe. Also wir haben das alles schön geschält und jetzt reiben wir das mal wunderbar mit der roten Beete an. Reiben wir das mal schön hier rein und zwar alles gleichzeitig. Also hier ein bisschen rote Beete, dann Kartoffel, dann Süßkartoffel, dann haben wir da ein schönes Dragon allerlei, aber etwas, was richtig Power macht. Plopp heißt in dem Fall nicht Stopp, sondern wir tun jetzt hier schön ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Machen wir schön heiß auf 6 und da kommt unsere schöne, unser schöner Austernpilz. Ihr seht, ich mache den einfach hier schöne Streifen und gehe da bis hin zum Stiel. Und beim Stiel sehe ich, wenn es dann ein bisschen zäher wird, dann brauchen wir da gar nicht mehr weitermachen. Also das heißt, wir haben dann ein ganz kleines Stück, das wir hier brauchen wir jetzt nicht mehr. So, das ist unser Pilz. Seht hier alles da, was man braucht. Der kommt jetzt hier schön in die Pfanne. Da machen wir natürlich hier auch nochmal unsere Ventilation. Ja, so, ist schön heiß. Dann warten wir kurz. Und dann kommt der Austernpilz direkt hier in die Pfanne. Zack. Zack. Und zack. Und dann lassen wir den jetzt erstmal braten. Ohne Gewürze, ohne alles, erstmal schön 2-3 Minütchen braten lassen. Ja. Da schaut man, es wird grün und zwar peterselig wird es. Und zwar machen wir jetzt unseren Hummus selber. Dazu nehmen wir schon mal fertige Kichererbsen, also schon gekochte Kichererbsen. Und da wird einfach mal hier geöffnet und ein bisschen von dem Saft raus, aber nicht alles, so dass noch ein bisschen Feuchtigkeit drin ist. Und dann kommt es hier direkt hier in unserem. Das wird ein wunderbares Dip für unsere Geschichten. Was brauchen wir noch? Eine halbe Zitrone. Kommt da rein. So, was brauchen wir noch? Salz. Ah, die sind erstmal abtrocknen. Salz. Salz und hier ist unsere Petersilie, die können wir schon ein bisschen vorschneiden. Mit Stiel, Stängel, der hat auch ein schönes Aroma. Wir haben das Ganze vorher gewaschen. Das kommt dann auch hier rein. Ganz grob. Und dann kommt noch ein Schuss Olivenöl. Brauchen wir nicht viel. Bisschen Pfeffer. Und dann ab in den Mixer. Da werdet ihr mal sehen, wie wir da ein wunderbares Hummus dazu bringen. Jetzt habe ich. Seht ihr? Schon ist es fertig, kommt es hier in das Schälchen rein,
seht ihr, schon haben wir ein herrliches Hummus. Und das ist ein Dip. Das ist der Wahnsinn. Ne, das, was man jetzt essen kann, isst man jetzt. Man kann dann natürlich noch ein bisschen wieder zurück ins Döschen. Und dann hat man auch noch was für morgen oder übermorgen. Unser Dip. Da, hier, schau mal. Unsere Pilzchen haben schön geschmuggelt. Die können wir jetzt schon mal hier wunderbar auch als wunderbare Beilage. Komplett ohne Würze, das machen wir dann erst zum Schluss. Und jetzt kommen hier unsere wunderbaren Patties. Also eigentlich Puffer, das sind heute keine Patties, das sind Puffer. Aber wieder schön, die Pfanne ist super heiß. Und das ist jetzt ziemlich einfach. Ja, da muss man gar nichts kneten, sondern die werden einfach hier so drauf gemacht. Und dann wird es in der Hitze, verbindet sich das Ganze. Dann haben wir schön schöne, krosse Patties gleich, werdet ihr gleich sehen. Ja. So, jetzt machen wir, während es hier schön brutzelt, machen wir unseren Teller schön fertig. Also, dann brauchen wir erstmal hier einen Löffel. Und zwar kommt jetzt hier einmal für zwei Personen kommt jetzt hier unser Dip. Dann für zwei Personen unsere Pilze. Ja? So, dann haben wir hier noch ein paar Tomaten. Jetzt noch eine schöne Avocado, Leute. Schaut hier, die haben wir vorher gewaschen natürlich. Alles immer waschen. Und schaut mal, diese wunderbar, perfekt reife Avocado. Also ein Gedicht. So, entfernen. Und dann nehmen wir hier unseren Löffel und nehmen jetzt hier schön die halbe Avocado hier und die andere Hälfte hier. Ja, alle seht, absolut perfekt. Hier die kleine braune Stelle brauchen wir nicht. So, dann gleich auf die Avocado ein bisschen Zitrone. Und dann schneiden wir das hier ein bisschen ein. Ja, herrlich. Und dann haben wir die hier einen schönen Becher. Und dann noch ein bisschen, dann kann man das auch wunderbar essen. So, und dann kommen noch hier schön Tomätchen obendrauf. Einfach nur halbieren. 2, 3. Hier. Da. Auch eine Orangene dazu. Und fertig ist der Sims. Und noch ein bisschen Salz. Hier Salz. Hier Salz. Pfeffer. Und dann warten wir hier schon aufs Patty. Das kommt dann auch gleich. Shake Time! Während es hier noch brutzelt, schaut euch das mal an, wie das hier herrlich zu einem absolut knusprigen Patty wird. Der eine ist schon fertig, schaut, und der andere folgt praktisch zugleich. Und da mache ich uns, während der zweite hier brutzelt, genau, während der zweite hier brutzelt, machen wir uns noch einen leckeren Shake. Dazu nehmen wir Hafermilch. Vorher mal gut durchschütteln, dass da alles schön rauskommt. Ganz simpel machen wir hier einen wunderbaren leckeren Shake, der auch nochmal richtig Power hat. Dann kommt rein Instant Oats. Ja? Hafer Vollkorn Oats. Zack, einmal da rein. Eine super volle Kakaogeschichte.
echter Kakao aus. Ne? Also ganz fantastisch. So, und dann kommt noch ein Brieslein und das macht natürlich den dezenten Unterschied. Vanille dazu. Wie viel? Das ist ein tolles Aroma. Und dann kommt noch eine Prise Protein. Und zwar unser Erbsenprotein kommt da auch noch mit rein. Aber jetzt shaken wir erstmal durch. Zeig ich ja, wie Lucker. Wie Lucker! So, und schon haben wir da einen wunderbaren Schokoshake. Ja. Schaut euch das an. Das ist Kakao, der richtig Power hat. Bleib mal. Fantastisch. Das ist unsere Vorspeise und jetzt geht's gleich zu unserem Hauptgericht. Ja. So, also ihr seht schon hier, wunderbar für zwei Personen. Am Schluss, ihr seht, es ist richtig schön crushed und da kann man noch einen Schuss Balsamico kann man da noch am Ende. Na, da muss ja noch hier abgestöpselt werden. Doppelter Verschluss. Dann machen wir noch ein bisschen Balsamico hier. Das bringt noch eine tolle Note. Jetzt probiere ich das mal für euch. Boah, also Leute, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Bessere Puffer habt ihr nicht gesehen. Gesündere Puffer habt ihr noch nicht gegessen. Das ist Kung Fu Kitchen. Das ist Essen, das ist was stark. Ich wünsche euch einen schönen, schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Tschüss!